Hallo, meine lieben Tesla-Freunde und Freunde E-Mobilität. Da bin ich wieder, Tesla-Markus, Markus Meinschein und... Der Dennis von ganz weit hinten. Ja, genau. Wir machen gleich einen besseren Ton für ihn, weil wir haben ein bisschen Abstand gehalten für wegen Corona. Ihr wisst es ja. Und wir haben noch eine zweite Kamera laufen. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen gucken. Es geht jetzt darum, dass ich wieder den Kone abhole. Und er hat mir so ein bisschen erklärt, was er alles gefilmt hat. Das muss Wahnsinn sein. Aber wir wollen einfach jetzt mal noch so ein paar Fragen an ihn stellen oder vielleicht ein paar Statements noch von ihm abholen, die er vergessen hat in seinen Videos. Ansonsten mal vielen Dank, lieber Dennis, für deine Arbeit, für das Dämmen des Kona. Und jetzt einmal mal feuerfrei an dich, um noch einmal hier kurz alles zusammenzufassen. Und dann schaue ich mal, was ich aus dem Material mache, was du mir gemacht hast. Zwei Sticks hat er mir gemacht. Und dann ja, wird es bestimmt ein gutes Video. So, Markus, danke dir für die Lobeshymnen, aber ich weiß gar nicht, ob du was aus dem Material überhaupt verwenden kannst. Ja, schauen wir mal. Wir kennen das ja mit dem Amateur und so. Aber war doch ganz nett. Ich habe dir schon ein paar Sachen erklärt zum Kona. Wir haben auch so Videos gemacht oder versucht zu machen, um den Kona so ein bisschen zu erklären, warum der so ein bisschen anders tickt wie ein Model 3, warum ist Model 3 teilweise schon im Grund besser gedämmt ist. Werdet ihr alles sehen. Mhm. Aber so allgemein kann man sagen, am Kona kann man richtig was rausholen. Also das Model 3 nochmal zusammenfassen. Also das Model 3 ist besser gedämmt ab Werk als der Kona. Genau, seht ihr nachher im Video. Also gerade im hinteren Bereich, da ist bei Tesla schon viel mehr Dämmung vorhanden, wie jetzt beim Kona, wo wir einfach Blech haben und dann einfach eine Abdeckung drüber. Und da ist beim Tesla schon viel mehr im Voraus gemacht worden. Wahnsinn. Genau. Also beim Kona kann man sagen, kann man wirklich viel machen. Ja, was sagen wir da am besten? Also ich fand, der Markus hat jetzt gerade vor die Tür zu aufgemacht. Also das ist das, was mir persönlich auch am besten gefällt, wenn man die Tür auf und zu macht danach. Das hört sich an wie, weiß ich, 5er BMW oder so. Also es macht schon, da kann man was machen bei den Türen. Ihr seht das nachher in den ganzen Videos, wofür der Markus wahrscheinlich noch reinschneidet. In den Türenblechen ist allgemein gar nichts drin. Also wir haben nur Verstrebungen in den Türen, aber keine zusätzliche Dämmung. Bei Model 3 oder bei allen anderen Autos haben wir da noch zusätzlich Teermatten oder Bitumen eingespritzt. Mhm. Haben wir hier nicht. Also hier können wir schon was machen über da eine Dämmung. Ich denke, deine Soundanlage müsste jetzt ein bisschen besser klingen. Sagst du nachher mal, ob das so ist. Also da können wir schon was machen, dass es einfach sich satter anhört, mir weniger Geräusche aus den Türen ins Fahrzeug reinbekommen. Dann haben wir so eine Schwachstelle gefunden beim Kona, aber ich habe auch zu Markus gesagt, wir reden immer, was ist am Model S, was ist am Model X, was ist am Model 3, alles so schlecht. Eigentlich sind die gar nicht so schlecht, das wissen wir alle. Jedes Auto hat seine Mängel und seine Mängel, wenn man genau hinschaut. Beim Kona ist es hier hinten. Dem Markus, vielleicht blende ich nachher noch das Bild ein, wo ich dir gegeben habe. Da haben wir hinten und da scheuert dieser Radlauf zwischen dem ja, Blech hinten dran und da ist blank nach. Wie lange hast du das Auto jetzt? 1,5 Jahre? Ja. 1,5 Jahre lang haben wir da jetzt eine große blanke Stellen gehabt. Und das gehört jetzt bei dem Dämmungsumfang hier mit dazu, dass hier nochmal zusätzliche Bitumen aufgespritzt wird hier in diesem Bereich. Einfach um die Steinschläge vom Innenraum mehr abzudämmen, wenn das Rad dagegen die Steine gegen den Innen, ja gegen hier die Spritzwand schlägt. Und auch hier im Schwellerbereich, weil da ist gar kein, nicht mal richtig Lack drauf. Und ja, kein Unterbodenschutz, kein Hohlraum drin, gar nichts. Und in dem Schweller sammeln sich sehr gerne Stein, Matsch und alles andere. Und von dem her gehört da noch ein Bitumenschutz hier drauf, damit wir einmal einen Korrosionsschutz haben. Und wir haben dadurch auch eine Geräuschdämmung, da die Steine jetzt nicht mehr direkt gegen das Blech klopfen, sondern auf dem Bitumen und dadurch vermindert oder verleisert sind. Okay. Verleisert, genau. Verleisert. Verleisert. Verlautert und verlautert und verleisert. Ist verlottert. Verlottert, ja. Das ist gut. Ah ja, genau. Ja, kannst du ruhig noch mal hinten aufmachen? Machen wir auf. Also du Markus hat schon optionale Schalldämmung eingebracht hier. Ja. Da haben wir gar nichts mehr gemacht. Ja. Was beim Kona beim ersten Mal auffällt, ist, wenn man hier hinten aufmacht, ist es original hier, also das Wagenfarbe, nichts. Also wir haben das blanke Blech halt einfach lackiert und ganz, wenn man ganz hinten reinguckt, sieht man sogar noch so Kabel verlegt, gell, für die Sitze. Also hier kann man wirklich was machen, indem man diese Fläche einfach dämmt. Dann kriegen wir die ganzen Achsgeräusche, die das Auto doch sehr stark hat,
etwas verringert. Okay. Du hast ja nochmal Dezibel gemessen, vorher, nachher. Was ist denn der Unterschied gewesen? Wir haben einmal 30 km/h gemessen, 80 und 100. Und ich würde sagen, zwischen 3 und 2 Dezibel liegen wir. Also 3 Dezibel im unteren Bereich, gerade bei Holperstrecken, ja sogar ein bisschen mehr. Und nachher, wenn wir natürlich schneller werden, nehmen die Luftwindgeräusche wieder zu am Fahrzeug und dann wird die Dämmung über die Achsen und so, ja, geht ein bisschen in den Hintergrund, weil einfach die Windgeräusche zunehmen. Mhm, ja. Okay. Aber das ist schon merklich, ne? 3 Dezibel, 2 also, Dezibel. Ich finde, beim Kona merkt man es ganz extrem, eine Dämmung. Mhm. Bei Model 3, hast du selber gesagt, merkst du auch, gell? Ja, Wahnsinn, ja. Das ist ein ganz anderes Auto als beim Model S. Und beim Kona, finde ich, merken wir es sofort. Also, vielleicht derjenige, wo wir als allererstes mal einen Kona gedämmt haben, vielleicht gibst du uns auch noch ein paar Kommentare mal unter das Video drunter zu deiner Erfahrung ganz vom gedämmten Kona. Ja. Genau, Heckklappe, Seitenwände, also da ist richtig Material drin. Markus, du darfst jetzt halt nur noch alleine fahren, weil halt so viel Material drin ist, dass wir das zulässige Gesamtgewicht erreicht haben. Ja, du weißt ja gar nicht, was ich wiege, ja? Vielleicht darf nur meine Frau fahren und nicht ich. Also Hund darfst du halt nicht mehr mitnehmen. Aber hier, da wird noch gewieselt hier. Ja, ja. Oh, sein kriege ich schon in Deko. Auch in Deko. Ja, klar. Ah ja, gut, oder? Gut. Warten wir mal, bis der große Cyber-See-My-Truck kommt und dann kannst du da aufbauen. So, und das Auto habe ich so lange gefahren. Nochmal vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ich habe es ein bisschen schmutzig gemacht. Von innen ist alles sauber. Ich hab nicht gegessen drin. Also kein Veggie-Burger, keine Pommes. Ja, alles gut. Ja. Wir haben auch keine Kekse gegessen als Kontervideo. Und deine. Herzlich willkommen, liebe Tesla-Freunde und Freunde der E-Mobilität. Naja, wahrscheinlich kriege ich es nicht so hin, wie der Tesla Markus euch begrüßt. Heute darf ich als Außenreporter vom Tesla Markus, der Firma Stegmann, der Dennis hier euch etwas erzählen. Und es geht heute nicht um Tesla, sondern um ein Hyundai Kona. Wir dürfen ja ein Projekt durchführen, ein Hyundai Kona zu dämmen. Und dann haben wir doch gleich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und die Kamera gezückt. Der Herr Kienzler im Hintergrund filmt mir dabei. So, das dürft ihr jetzt nicht sagen. Und wir gehen jetzt einfach mal so einen Hyundai Kona durch. Wie ist der aufgebaut? Wie sieht der aus? Einfach mal die technische Seite und was wir bisher an der Dämmung gemacht haben. Vielleicht hört ihr den einen oder anderen Unterschied schon zu eurem Kona. Oder der Markus kann das nachher per Voice-Over oder Videoeinspielung an seinem Kona ein bisschen nachstellen, da wir gerade ja, etwas weiter räumlich getrennt sind. Wir sind also mit dem Hyundai Kona gefahren. 3 Mann waren wir, haben dort versucht, was zu hören. Die Reklamation oder der Gedanke des Kunden war, dass gerade bei Steinschlägen das Fahrzeug sehr laut ist, also wenn man über Split fährt. Und natürlich die Abrollgeräusche waren laut. Und wo wir zu dritt gefahren sind, haben wir noch zusätzlich festgestellt, dass doch die Hinterachse sehr laut ist und sehr hohe Geräuschkulisse gerade aus dem Kofferraumbereich kommt beim Kona. Das ist beim Model 3 meiner Meinung nach wesentlich besser wie beim Kona. Und jetzt schauen wir einfach an, wie das Auto aussieht, oder? Gehen wir mal gerade zu den Türverkleidungen. Ihr habt vielleicht das noch vom Video vom Tesla Markus mit der Dämmung vom Model 3 noch so im Kopf, wie das da aussieht. Da haben wir es so ähnlich aufgebaut wie jetzt hier. Gell? Da hat Tesla ja auch so ein ganz dünnes Vlies eingelegt, was quasi bei Tesla nur runtergeklappt wird. Bei Hyundai ist das jetzt hier das ganz dünne Vlies noch mit eingeklebt, verschweißt, wie auch immer, eingepresst. Und wir haben hier noch zusätzlich so ein Schaumstoffteil unten drunter, das einfach die Vibration etwas wohl verringern soll oder auch, wenn ich gegen die Türverkleidung drücke, einfach einen Anschlag bildet. Einmal hier die vordere. Und einmal die hintere Türverkleidung. Beide gleich aufgebaut, also nichts Wildes. Was ein Unterschied ist, bei Model 3 haben wir Klipse, die noch zwischendrin gedämpft sind. Das heißt, wir haben da vielleicht noch eine Gummiunterlage oder gerade bei Model 3 ist ein zweiteiliger Clips, der komplexer aufgebaut ist. Beim Kona ist hier ein ganz normaler, verschiedene Clips. Die verschiedenen Clips heißen normalerweise verschiedene Halte oder sind verschiedene Kräfte, wie der Clips sich eben hält beim Ein- und Ausbauen. Und die Clips haben nicht mal eine
wie sagt man so schön, Gummidichtung. Das ist eigentlich beim Model S ist das Standard, beim X ist es Standard, beim Model 3 haben wir einen ganz anderen Clips. Bei BMW, Mercedes haben wir auch Clips mit einer Gummidichtung zwischendrin, die fehlen hier. Also allein schon hier haben wir einfach schon ein bisschen mehr Spiel im Clip, wenn er nachher sitzt in der Tür. Also erhöhtes Geräuschpotenzial. Dann, wenn man die Türen zerlegt, sieht man, dass da gar nichts drin ist. Also das heißt, wir haben keinerlei, wie nennt man so schön, Thermatte drin, Alubutylmatte drin, was sonst eigentlich standardmäßig ist. Bei Tesla habt ihr es gesehen, da wird es schon eingespritzt als Bitumen. Bei dem haben wir gar nichts drin. Das heißt, da haben wir wirklich Potenzial in den Türen was zu machen, dass das sich viel satter, kräftiger anhört, die Tür eben nicht so mitschwingt. So sieht die Seitenverkleidung aus. Das heißt, auch hier wieder haben wir leicht so einen Hauch von Dämmung verbaut. Durch das Subwoofer oder durch das Soundpocket haben wir hier noch einen Subwoofer sitzen bei dem Fahrzeug. Ich denke, bei denen ohne Subwoofer werden wir hier einfach eine Platte haben. Und hier ist einfach unser Ding. Und auch hier, ihr seht, die lautern selbst nach außen hin. Das heißt, auch hier das, was wir schon bei der Türverkleidung angesprochen haben, mit den Clips. Auch hier kann man nachher was machen. Habe ich ein Foto jetzt für euch, wie die andere Seite gedämmt wurde. Einmal die Verkleidung. Und jetzt können wir einfach ganz kurz ein paar Fotos einblenden. Wie sah das Auto vorher aus, bevor wir angefangen haben zu dämmen? Wie sah die erste Schichtdämmung aus und wie sieht die zweite Schichtdämmung aus? Was wurde noch in den Seitenteilen gemacht und welches Material ist da drin? Werde ich wahrscheinlich dann per Voice-Over noch ein bisschen erzählen. Gut. So, ich hoffe, man hört mich und die Nebengeräusche gehen etwas weg. Ich versuche etwas besser in die Kamera zu sprechen. Jetzt haben wir den Kona hier mal hinten zerlegt. Dann schauen wir uns an, wie das aussieht, bevor es gedämmt ist. Das heißt, wir haben hier eigentlich, nachher von unten guckt, das blanke Blech auch hier unter dem Rücksitzbank. Da ist gar nichts zwischendrin. Das ist bei Tesla doch viel besser gemacht. Dann haben wir hier nachher das Bodenblech. Da ist auch nichts. Da haben wir bei Tesla bis zu 2-3 cm Form Schaumstoffteile drin. Und hier die sonstige Reserveradmulde. Dann haben wir hier nochmal beim Kona rechts den Subwoofer, wenn man da denn das Soundsystem hat. Und wenn wir hier reingehen, ist auch hier eigentlich gar nichts in dem Seitenteil drin. Auch kein Hohlraumschutz, so mal als kleine Anmerkung. Und hier haben wir auch nichts drin. Also da werden wir jetzt versuchen, da was zu dämmen, dass wir die Achsgeräusche, die wir beim Kona noch extremer haben wie beim Model 3, gedämmt bekommen. Auch nachher die Fahrgeräusche der Achse. Ich denke, wenn wir hier an dem Boden was dämmen, dann haben wir da schon relativ hohen Erfolg mit geringem Aufwand. Was uns wundert, ist das hier. Wahrscheinlich ist das ingenieurtechnisch komplett voll hochmodern ausgeklügelt, dass genau diese Kitbollen da liegen müssen, um einen besseren Dämmkomfort zu bieten. So, einmal die erste Schichtdämmung drauf. Also ordentlich mit Alubutyl, 2 mm. Und selbst wenn wir hier reingehen, ich glaube mal, dass man es fast nicht sehen wird, aber also bis oben hin, sobald wir reinkommen, ist etwas dunkel, jawohl. Also wenn wir reinkommen, ist da Alubutyl drin. Genauso wie auf der Seite auch haben wir hier Alubutyl bis in die letzte Winkel an der Seitenwand. Daher kommen noch weitere Schichten drauf. Dann gehen wir kurz zur Tür. So sieht die Tür aus am Hyundai Kona. Da ist innen drin gar keine Dämmung drin. Auch hier unten sehen wir nichts. Das heißt, hier können wir noch ein bisschen mit Alubutyl die Außenhaut auf jeden Fall dämmen. Das scheppert da nicht mehr so. Hier noch, da wir ganz schlecht bei der Innenradhausschale hinkommen beim Kona, weil das ja verbaut ist. Das ist jetzt die Radhausschale von außen. Die ist nachher komplett abgedeckt mit dem Kunststoffradlaufkasten. Und so haben wir dann eine komplette Dämmung von der Radhausschale hier in der Kona von außen, weil sie so von innen nicht zugänglich ist. So,
Also einmal hier die Tür. Wir können auch zeitgleich, oder der Markus nachher, der kann nachher ein paar Bilder einblenden, wie die Tür aussah, bevor sie gedämmt war und was jetzt unsere Überlegung bezüglich der Dämmung war. Einmal haben wir jetzt das anders wie beim Model 3, ja, beim Honda hier so eine Wasserabweisfolie, die hier aufgeklebt wird komplett. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich im Foto gerade vorher gesehen, wie das aussah, bevor wir hier dieses 1 cm Dämmvlies aufgebracht haben. Hier unten drunter seht ihr jetzt auch im Foto, wie gerade eben die Tür leer ist und eigentlich nichts drin ist. Und im nächsten Foto seht ihr jetzt, wie die Tür aussieht, wenn sie jetzt gedämmt ist mit den Alubutyl-Dämmplatten. Die nehmen wir einfach nur für innen drin, weil da durch die Türen einfach Wasser durchläuft und darum können wir da nichts reinmachen, was irgendwie Wasser aufnehmen könnte oder sich Wasser speichern könnte. Jetzt unsere Überlegung ist, wenn man das dämmt, dass man natürlich würde diese Originalgeschichte nicht beeinträchtigen des Fahrzeugs, dass wir nicht irgendwas überkleben, was man nachher nicht mehr, wo man die Dämmung wegreißen muss, damit man was anderes reparieren kann. So haben wir das einfach auf diese Wasserfolie aufgeklebt, dieses Dämmvlies, haben dadurch wie bei Model 3 den erhöhten Anpressdruck, da wir einfach einen Zentimeter mehr Material drauf haben, was zusätzlich Geräusche dämmt, aufnimmt, plus dann die Originaldämmung, die Kia in der Tür schon drin hat, haben wir einfach einen erhöhten Anpressdruck und die Tür hört sich schon mal viel satter an und da der ja auch hier das optionale Soundsystem von Kia verbaut hat, werden wir definitiv einen besseren Klang auch hinbekommen. Und so wäre bei einer Reparatur der Tür ist einfach so, man löst diese Folie, hat quasi die Dämmung mit auf der Folie, kann dort reparieren und wenn dann wieder, kann man es dann am Schluss wieder schön zusammenbauen und die Dämmung würde nicht kaputt gehen. Man hört schon, obwohl keine Türverkleidung dran ist, dass das viel satter klingt. Und so sieht das Ganze aus, wenn es jetzt fertig verbaut ist. Also wir haben hier ihr habt gerade im Foto gesehen, wie die linke Seite gedämmt ist, wie die Verkleidung hier unten drunter gedämmt ist und so wie es sein soll, sieht man eben nichts mehr, wenn das Fahrzeug nachher zusammengebaut ist. Wir merken beim Einbau, wir haben einen etwas erhöhten Kraftaufwand, dass die Verkleidung nachher auch wieder in die alten Schraublöcher passt. Aber eigentlich ist es ja genau der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass wir mehr Anpressdruck auf allen Bauteilen haben, dass wir einfach die Bewegungen aus dem Fahrzeug, die nachher auf den Plastikbauteilen enden, unterdrücken können oder die Plastikbauteile einfach fest sind. Und so haben wir jetzt einfach hier eine volle Dämmung bei eurem Hyundai. Wenn ihr hier die Kofferraumablage wegmacht, dann sieht man nachher hier hinten hin. Hier wird nachher noch eine zweite Schicht aufgebracht am Schluss. Ihr seht es nachher nochmal, wenn das Fahrzeug nachher komplett zusammengebaut ist. Und so haben wir einfach unsere Radhausschale hier gedämmt. Wir haben hier innen drin nachher eine Volldämmung, soweit man einfach mit der Hand reinfassen kann. Einmal mit dem Akustikschaumstoff und wieder mit dem dünneren Akustikschaumstoff, weil wir da hier eine Subwoofer-Aussparung haben. Und die Radhausschale wird von außen noch zusätzlich mit Alubutyl gedämmt, da wir bei dem Fahrzeug sehr, sehr schlecht an die Innenradhausschale kommen, um sie von außen zu bekleben. Hier ist quasi die Tür schon wieder zusammengebaut, das heißt, wir haben das, was wir gerade gesehen haben, die Dämmung ist hier fertig, die Türverkleidung ist aufgebracht, das heißt, es ist so, wie es sein sollte, die Türverkleidung liegt hier komplett bündig an. Wir merken nur beim Festmachen der Türverkleidung, dass wir definitiv mehr Kraft brauchen, um die Türverkleidung dort auch anzubringen und zu befestigen. Von außen nichts ersichtlich und gut, dann lassen wir das Auto mal hoch, gucken es mal ganz kurz von unten an und am Schluss gucken wir uns gerade noch die Geschichte im Heck an. Als wir zu dritt gefahren sind, haben die Personen, die vorne saßen, gesagt, ja, das kommt irgendwie hier vorne vom Schweller. Ich saß hinten drin und habe gesagt, das hört sich an, als ob in der Mitte vom Schweller da was dagegen geschlagen wird. So war jetzt der erste Eindruck bei der Fahrt. Jetzt haben wir uns überlegt, was können wir da machen. Und der Gedanke war, da auch gerade beim Hyundai genauso wenig Wachs drin ist wie bei einem Model 3, also nämlich gar keins hier unten. Wenn man die Stopfen aufmacht, reinschaut oder mit dem Finger mal reinfasst, da ist kein bisschen Wachs drin. Und ihr seht es nachher auch gleich bei Bildern, die wir einblenden, wie das Fahrzeug davor aussah. Auch hier ist die Lackschicht nicht wirklich dick. Und der Schweller, der jetzt hier angebracht ist beim Kona, ist ein wunderbarer Sammler. Ein Jäger und Sammler, nämlich von Steinchen und Matsch und Schlamm. Und
Es ist davon auszugehen, dass wenn das Fahrzeug 5-6 Jahre alt ist, wir definitiv hier im Pfalzbereich Rost haben. Also haben wir uns überlegt, wir machen das mit einem Bitumenmaterial, das, ja, ich würde sagen, das haben wir hier 2 bis 3 mm dick aufgetragen in dem ganzen Bereich. Einmal haben wir dadurch den Steinschlagschutz, was da so sein soll. Das heißt, die Steine, die dagegen fliegen, sind gedämmt, können nicht direkt aufs Blech, leiten so die Geräusche nicht weiter. Und wir haben den Zusatz, dass wir einfach einen Rostschutz haben, nämlich dass hier alles, was nass ist, einfach über dieses Bitumenmaterial, ja, gedämmt ist und isoliert wird und wir daher keinen vorgebeugt haben vor eventuellem Rostschaden, einfach weil wir hier eine dauerhafte Feuchtigkeit in dem Bereich haben. Dann schauen wir uns hier gerade noch hier vorne an. So sieht ein Hyundai aus, der, ja, wo wir halt die Radhausscheine einfach mal ausgebaut haben. Das heißt, ist eigentlich nicht anders. Gell? Wir haben hier die großen Motorstecken und der Aufbau wie halt bei dem, ja, konventionellen Verbrenner. Irgendwoher haben sie wahrscheinlich doch noch einen kleinen Einfluss drauf. Oder das Gedankengut, nämlich dass die Kühler gerade drin stehen müssen und also angeschlossen werden müssen wie beim normalen Verbrenner. Wahrscheinlich rührt es ja auch daher der Aufbau, dass einfach der Kona auch als nicht elektrifiziertes Fahrzeug verfügbar ist und daher sie sich die Bauteile teilen. Wenn einer von euch bei Hyundai schafft, bitte gerne in die Kommentare schreiben, ob die Vermutung richtig ist, da ihr sicherlich in dem Bereich mehr Ahnung habt wie ich. Gut, dann gehen wir nochmal zu hierher. Hyundai hat hier original so ein ganz dünnes Bitummaterial aufgespritzt. Hier kommt ein Foto, wie es davor aussah. Unsere Überlegung war jetzt natürlich, dass dieses Bitummaterial etwas dünn aufgetragen ist. Reicht zur Fahrgastzelle ja hin, überträgt natürlich auch dahingehend. Und daher, wenn wir schon hier auch schon Bitum machen, können wir auch gerade in diesem Eck, wo einfach die Radhausscheibe, die deckt das ungefähr bis hierher ab, vielleicht auch bis hier, noch zusätzlich diesen Bitumenschutz bekommt, wo einfach nochmal dämmt, auch gerade wenn die Steine hier dagegen schlagen. Ich bin gespannt über eure Kommentare, ob ihr das so ähnlich empfindet bei eurem Kona mit den Steinen oder ob das wirklich mit der Reifenbreite zusammenhängt. Dann noch ein interessantes Merkmal, wo man definitiv sagen müsste, da ist das Model 3 anders oder besser konzipiert, ist hier unten am Kofferraumboden oder Achsboden oder wie wir es nennen möchten. So, ein herzliches Willkommen vom Unterboden des Kias. Nein, Hyundai. So sind wir, so weit sind wir schon. Ich komme jetzt. So, also einmal sehen wir, der große Unterschied beim Model 3 ist natürlich, der Akku wird hier natürlich mitgeschraubt. Das haben wir beim Model 3, ist ja ganz anders aufgebaut. Müssen wir jetzt auch nicht vergleichen. Sondern es geht darum, beim Model 3 haben wir ja eigentlich generell hinten den Motor, den der Kia ja vorne hat. Und über den Motor haben wir beim Model 3 hier wie so eine Schallisolierung zusätzlich aufgebracht am Außenblech oder Aluminium oder wie auch immer, was wir da beim Model 3 in dem Bereich haben. Haben wir jetzt hier halt gar nichts. Das heißt, wir haben hier ein bisschen sporadisch Bitummaterial aufgetragen, hier dann wieder nicht, dann hier wieder ein bisschen mehr. Dann geht es hier hinten hoch. Da haben wir, das ist alles der Boden, der Kofferraumboden, da ist nichts aufgetragen. Ja. Und dann, wenn wir hier hinten dran filmen, das ist quasi der Akku, geht hier hoch. Und das ist unsere Rücksitzbank, da ist auch nichts, gar nichts drauf. Das heißt, wir haben hier einfach das grundierte Blech. Und eigentlich haben wir hier drauf sitzt, ist jetzt die Rücksitzbank und wir haben eigentlich das als einzigste Abtrennung. Beim Model 3 haben wir da wenigstens in diesen Zwischenbereichen ja entweder den Akku hängen, komplett, mit einem ganz anderen Aufbau. Oder wir haben hinten unsere Kofferraumisolierung, die wir dann hinter der Wanne hochklappen können und die ist dann um die 2-3 cm stark als Formschaumstoff, wo uns einfach definitiv die Achsgeräusche rausnimmt und wir beim Model 3 durch die leeren Seitenwände eigentlich nur die Dämpfer arbeiten hören. Beim Kia ist das ganz anders, wenn man hinten sitzt. Ja, ich habe das Gefühl, man hört jede Bewegung der Achse in dem Fahrzeug. Übertrieben. Ja, wissen wir Deutschen haben ganz andere Probleme eigentlich wie Achsprobleme beim Hyundai, aber einfach man hört es und das kommt wahrscheinlich daher, dass wir einfach hier gar nichts zwischendrin gedämmt haben, sondern wir quasi die Achse auf den Rahmen schrauben, zwischendrin keine Schutzschicht ist oder keine Dämmschicht ist, sondern direkt das Fahrzeug dann, ja, zusammengeschraubt wird auf dem Blech
und daher sich die, gerade beim Elektro, die Geräusche einfach übertragen und man einfach mehr wahrnimmt durch den leisen Antrieb. So, jetzt darfst du noch die letzten Weihnachtsgrüße. Weihnachtsgrüße? Weihnachtsgrüße und gute und frohe Rutschgrüße loswerden. Ich glaube, ich halte da diese Wünsche heute mal extra abseits, weil dieses Jahr war doch sehr speziell, gell? Und ich wünsche euch einfach allen nach wie vor eine gute Zeit, dass ihr gut durch die ganze Geschichte durchkommt, die Chancen nutzt, die sich jetzt vielleicht auftun, andere Wege findet. Und ich wünsche euch nicht nur eine schöne, besinnliche Zeit jetzt, sondern einfach allgemein immer alles Gute. Habt Spaß, habt Freude, das ist ganz wichtig. Und egal, was nächstes Jahr bringt, wir schauen positiv nach vorne. Alles klar, danke dir.